Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarz 2. Im letzten Part haben wir unser letztes Teammitglied gefangen. Ja, und ihr habt es richtig gehört, unser letztes Teammitglied. Endlich sind wir komplett voll. Und ja, erstmal hier einen Topschutz einsetzen, denn ich habe unser neues Teammitglied, ein Wichtel namens Finn, trainiert auf Skin. Auf Level 33 jetzt hoch. 33 ist es, so gesehen fast auf im Level der anderen, so 34 wäre das Level der anderen so gewesen, aber ich dachte, das eine Level können wir noch gemeinsam machen. Und was allerdings unser Lichte noch nicht hat, ist ein Item. Das wollte ich jetzt mit euch vergeben noch. Außerdem hat Lichte eine neue Attacke erlernt, statt diese Psycho-Attacke, die wir im letzten Part da noch hatten, wo die Attacken gesperrt werden des Gegners, wenn, also nur die Attacken, die auch wir haben, und daher, das macht ja weniger Sinn. Daher habe ich das rausgenommen für Börde. Börde ist ganz gut, wenn der Gegner Statusprobleme hat. Also einen Statuseffekt. Und dann macht es halt mehr Schaden. Sonst an sich ist Börde mit 50 Stärke nicht ganz so gut. Gut. Jetzt ist erstmal die Frage, was bekommt denn unser Lichte die Holzkohle? Ich denke mal, es macht am meisten Sinn momentan. Gerade weil Feuertanken am wichtigsten jetzt hier von den beiden Typen ist, sind, wie auch immer. Daher, let's go. Allerdings wäre auch hier das Item ganz gut, das sehr effektive Attacken stärkt. Naja, ist beides ganz gut. Gegen die Trainer haben wir schon im letzten Part gekämpft. Das Item wollen wir noch holen. Die TM 61 Irrlicht, okay. Wir haben allerdings schon Irrlicht. Und hier war eigentlich noch ein Trainer, der ist jetzt weg. Und das hier ist ein, ich möchte jetzt hier keine Beleidigungen sagen, aber der hat einen Pipi, das uns komplett auseinandergenommen hat. Ja, ich war auch in der Zwischenzeit natürlich im Pokécenter. Ich habe auch neue Tränke und Supertränke und Beleber gekauft. Supertränke habe ich auf 20 aufgestockt, wovon ich allerdings beim Training von Lichte einen schon eingesetzt habe. Tränke habe ich auf 20 hochgestockt und Beleber habe ich auf 10 hochgestockt. So, und jetzt geht es hier weiter, obwohl ich würde gerne nochmal unten das Itemrad ausprobieren. Weil hier scheint nichts zu sein. Okay. Dann geht's jetzt so hoch. Ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt Lichte finden. So steht bei den anderen Trainern. Denn hier scheinen eine ganze Menge da zu sein. Zum Beispiel dieser Trainer hier. Natürlich, wenn jetzt hier ein Pokémon kommt, ein Wasser-Pokémon oder so, müssen wir natürlich auswechseln. Mal sehen, was. Ein Petsneef. Keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Aha, okay. Das sieht nach einem Eis-Pokémon aus. Ich glaube ja. Dann ist natürlich Funkenflug sehr, sehr gut. Ich habe beim Trainieren gemerkt, dass viele Pokémon, gerade auch Pflanzen und vor allem Normal-Pokémon, bei Finn an der falschen Stelle sind sozusagen. Weil, ja, können nichts machen. Ich hatte da wirklich Pokémon, sehr starke Pokémon, die auf demselben Level waren wie Finn. Die konnten gar keine Attacke einsetzen. Ja gut, normale Attacken sind halt überhaupt nicht wirksam. Daher ist Lichte an sich schon mega geil. Natürlich müssen wir dann aufpassen, wenn wir einen Geist-Pokémon als Gegner haben oder ein Wasser-Pokémon oder ein, obwohl Boden-Pokémon, ich weiß nicht, würden Boden-Attacken uns treffen? So, ein Cyana kommt hier erstmal in den Kampf. Das ist eigentlich ganz geil, weil Nachtnebel müsste sehr effektiv sein. Der Statusattack. Oder wir machen erstmal Irrlicht. Er setzt sehr ein. Das sollte nicht sehr effektiv sein. So, Irrlicht. Feuer. Brennt. So, wir haben. Oh, das ist geil. Synchro hatte Psyana, aber hat keine Wirkung auf uns. Geil. Jetzt können wir Börde einsetzen, weil jetzt ist Börde um einige stärker. So, wie viel Schaden macht Tischstrahl? Ach du heilige Scheiße, immer noch viel zu viel. Allerdings sollten wir das jetzt besiegen können. Es greift dann auch als erstes an, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Scheiße. Ach man. Es hat auch noch trotzdem noch 3 Level höher. Ach man. Das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich. Ich wechsle zu Luke. Ich hoffe, er überlebt die nächste Attacke. Und ich werde Dings heilen, Finn. Aber allerdings wird jetzt natürlich auch der Seher eintreffen. Oh, das wird
Okay. Nur der Seher trifft. Okay. Selbst das nicht mal. Sehr schön. Aber ich denke mal, mit dem Feuer, mit der Verbrennung war es eigentlich ganz klug. Nur, ja, noch ist bin leider nicht auf dem Level der anderen. Aber Luke jetzt. Luke ist auf Level 35, da haben wir ja das Training beendet. Hatte sowieso, um ehrlich zu sein, nicht mal so die Lust, die ganzen Trainer dafür aufzuopfern, um unseren neuen Pokémon zu leveln. Daher habe ich das jetzt auch auf Screen schnell gemacht. So, hier links gibt es ein Item, ein Beleber. Haben wir noch das Item da an? Haben wir nicht. Hier ist aber auch kein Item. Da ist noch ein Trainer. Ja, komm. Noch braucht Finn die paar XP hier. Noch kann er ja auch antreten. Das ist wieder ein Psychotyp. Bedeutet, eigentlich müsste dann wieder Geist natürlich sehr effektiv sein. Kommt auf an, was für ein Pokémon eingesetzt wird. Was ist das für ein Vieh? Was ist das für ein Vieh? Ich setze einfach mal Nachtnebel ein. Sieht nämlich so ein bisschen wie Psycho aus, aber auch ein bisschen wie Geist. Vielleicht ist es beides. Wenn es beides ist, dann ist natürlich eine Vierfachschwäche vorhanden, aber nur eine Normalschwäche. Dann ist es mir doch ein bisschen zu riskant. Das ist allerdings was nicht, was er für ein Typ hat. Ich kenne das Pokémon nicht. Ich habe es jetzt hier schon ein paar Mal gesehen. Doppelgrenzer. Okay. Grenzer. Okay, okay. Machen wir mal Psychoschock. Das ist nicht sehr effektiv, aber macht genügend Schaden. Unsere Fähigkeit wird jetzt nochmal umgeändert. Nicht so schlimm, weil mit dem nächsten Psychoschock ist es besiegt. Sehr schön. So ein Mitodos. Was ist das für ein Pokémon? Bestimmt habe ich auch schon gegen das gekämpft, aber ja, jetzt trotzdem mal final. Ach, das Vieh. Okay. Da mal Nachtnebel. Sehr. Was? Eine starke Attacke. Nee, das will man auch wieder zu wenig schauen. Sehr eine Psycho-Attacke. Den ist Psycho nicht effektiv. Wieder Nico. Das ist halt auch vom Typ. Ich setz trotzdem. Wo ist das vom Typ Psycho? Ich guck mal kurz auf Pokewiki nach. Wenigstens bei dem Pokémon. Würde ich es schon sehr, sehr gerne wissen. Was hier für Pokémon drankommt, das wissen wir ja schon. In diesem Turm. Haben wir ja im letzten Part schon herausgefunden. So, das ist nur vom Typ Psycho, okay. Ah, wahrscheinlich ist Nachtnebel nicht solche Attacke, die, wo es drauf ankommt, ob sehr oder nicht sehr effektiv ist. Daher wurde uns das auch nicht angezeigt. Ja, wir brauchen halt noch eine bessere Geistattacke. Wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Geistattacke. What the fuck? Ach, Volltreffer natürlich. Ja, natürlich, jetzt kommt noch der Seher. Ja, na klar, wieder alles auf Nico drauf. Ja, klar. Ich glaube, Finn kann das trotzdem jetzt hier reißen. Es sind nur noch wenig KP. Würde oder so. Hat allerdings nur 50 Stärke. Leitteiler. Ja, natürlich. Okay, okay. Komm. Ja, Seher wird eingesetzt. Das ist sehr, sehr gut. Das müsste Finn schaffen. Doch, das schafft er auf jeden Fall. Das sind ja nur noch ein paar wenig KP. Allerdings muss ich dann wechseln. So, Level 34 für Finn bedeutet, er ist jetzt auch auf dem aktuellen Level. Es dauert allerdings noch ein bisschen, bis er sich entwickelt, weil ich habe einfach mal reingeschaut, weil ich kein Risiko eingehen wollte, dass sich Finn weiterentwickelt, während ich aufs Kind trainiere. Wisst ihr, was ich meine? Daher war mir es dann ein bisschen zu heikel. Aber ich weiß momentan nur bei Finn, wann er sich weiterentwickelt. Von den anderen Pokémon weiß ich das nicht. Es kann auch sein, dass ich das auch wieder vergesse. So, da reichen zwei Tränke aus. Ich habe jetzt im Pokémon-Supermarkt sonst weiter nichts gemacht. Also ich habe keine Items so verkauft.
Moment mal. Ja, halt bestimmt meine Pokémon, oder? Och, nee, nee. Halt sie nicht. Wahrscheinlich gleich. Also ich rechne damit, dass sie das vielleicht gleich. Halt, weil sie ist eine Fliegerin. Ein Matrifol, das kenne ich doch. Ja, das kam mir bekannt vor. Hm. Ein Pflanzen-Pokémon auf Level 35? Komm, Finn, das schaffst du aber. Rasierblatt ist nicht sehr effektiv. Ja, das ist doch easy. Ja, wunderbar. Da merkt man, mit Feuer werden wir auf jeden Fall gut vorankommen. Sehr, sehr viele EP. Da merkt man, das ist halt auch jetzt hier der Beweis, dass unsere Geistattacke einfach nicht gut ist, die wir momentan haben. Nachtnebel richtet sich nach den Leveln des Anwenders und naja. Das finde ich eher weniger gut. Aber naja. Kämpfen wir mal weiter gegen diese ältere Madame. Oder Dame, wie auch immer. Ein Roselia. Ah, nehme ich doch gerne. Das sind doch. Schenkt der EP für Finn. Zumal er wieder kurz vom Level ab ist. Die Spitzen, naja. Mir jetzt auch nicht, weil wollte eh nicht wechseln. Bringt ihm besser gesagt nichts. Und letztendlich sind wir jetzt, wie gesagt, komplett. Ihr könnt ja auch mal gerne eure Meinung zum gesamten Team mal in die Kommentare schreiben. Es war, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, das gesamte Team oder halt auszuwählen, was alles im Team ankommen soll. Also, René war relativ am Anfang sogar schon klar. Dann, ich kann ja mal kurz schauen. Jonas ist ja sowieso klar gewesen. Finn war auch relativ am Anfang schon klar, dass es ein Lichte wird. Nico war relativ früh klar bei den beiden, bei Luke und bei Michelle. Da wurde ich erst relativ am Ende sicher. Also Luke noch relativ zeitig im Gegensatz zu Michelle. Weil Michelle habe ich mich erst im letzten Moment halt entschieden, habt ihr immer mitbekommen. Sollte eigentlich zuerst ein Gramox werden. Für Unlicht Luke. Was sich halt zu Kramschiff weiterentwickelt. Danach sollte es dieses Fossil-Pokémon werden. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Dieses Wassergesteinsfossil hätten wir dann eine Wasserattacke. Plus Gestein. Und dann, als ich merkte, es geht nicht, sollte es. Ach, zuvor sollte es noch ein anderes Pokémon werden. Das ist ein Wasser-Pokémon. Aber nur Wasser. Ich weiß nicht, wie das heißt. Es hat so komische Blasen am Körper, ganz blau. Vielleicht wisst ihr, welches ich meine. Das sollte es zuerst werden. Das war auch der erste Plan, glaube. Nach Gramox. Gramox war der erste, dann kam dieses Wasser-Pokémon und dann kam das Fossil. Und dann kam halt erst Michelle. So. Gut, wir wollen jetzt hier erstmal weitermachen. Wir haben halt noch hier ein bisschen was vor uns. Ein AP Plus zum Beispiel einzusammeln. So, hier ist ein Trainer, der hat uns jetzt gleich gesehen. Eigentlich wollte ich noch kurz zu der anderen Trainerin hin. Aber wer hier als erstes drankommt, das ist mir eigentlich auch egal. Gentleman. Ein Nachtare. Typ Unlicht. Zwischen Geist und Unlicht. Weiß ich nie, wie das ist. Was da jetzt so effektiv ist. Daher wechsle ich zu René. Okay, keine Verfolgung oder so, der sein kann. Verfolgung ist glaube ich auch vom Typ Unlicht. Schrei, okay. Weil was ich weiß bei Unlicht ist, dass Kampf gegen Unlicht sehr effektiv ist. Das habe ich mir noch merken können. Generell sollte ich mir, denke ich mal, so viel schauen, okay. Generell sollte ich mir mal die Typen mal anschauen. Wie es so ist. Ach, natürlich. Bei halt bei Typen, wo ich das nicht ganz genau weiß, wie das halt mit den Effektivitäten und so weiter und so fort halt.
So, was mir jetzt auch natürlich, was mir auch so auffällt, ist, dass René schon seit Anfang an Krafthieb hat. Noch, oder Kraftwelle. Noch keine andere Kampfattacke bisher erlernt. Bisschen schade finde. Natürlich, wie viel Pech muss man haben? Einerseits Synchro und dann zweimal nicht angreifen. Weg ist es. Aber wir haben keinen Paraheiler mehr. Hä? Kriegt René keine EP oder was? Oder hat er gerade EP bekommen? Das war schon mal so. Setz mal eine Bäre ein. Wir haben bestimmt eine Bäre, die von Paralyse halt genau hier am Arena wäre. Bevor ich hier irgendwie Heiler einsetze oder so. Ich hätte natürlich zur Pflegerin zurückgehen können, aber die Arbeit will ich mir jetzt nicht machen. Hat René eben wirklich keine EP bekommen? Warum habe ich das nicht mitbekommen? Nein, Makabaya oder so. Da werde ich erstmal Irrlicht einsetzen und dann Börder. Heilbühnen. Ist doch auch eine Geistattacke, oder? Natürlich. Und natürlich wehrt er die Attacke ab. Ah, da muss ich wechseln. Zu wen wechsle ich? Versuch's mal mit Luke. Vielleicht bei Luke weiß ich nicht, wann er sich entwickelt. Wie gesagt, bei Dings weiß ich es ja. Dann. Ah, Mist. Genau die Hälfte. Ich hab die Hoffnung, dass Luke überlebt. Oder dass die Attacke ausreicht. Leider nicht. Aber Paralyse? Ja, wunderbar. Mumie. Och nee, nicht Fluch. Da verliert Luke jede Runde sehr, sehr viele Level. Aber wir sollten als erstes angreifen und dann ist es weg. Sehr schön, Luke. Sehr gut gemacht. Ach, Fluch greift jetzt hier immer noch. Schade. Ich dachte, Fluch ist dadurch weg. Geht er nicht. Wechsel mal zu Nico. Kommt wahrscheinlich jetzt noch ein Pokémon. Oh lol. Das war jetzt Zufall. Wir setzen mal Drucktrainer ein. Da senkt sich die gegnerische Spezialverteidigung sehr stark. Obwohl es finde eigentlich sehr effektiv. Nee, nicht sehr effektiv. Ich meinte, ja, ist effektiv, aber ich meinte speziell. Wäre ein bisschen doof jetzt so. Physisch. Na gut, dann macht es natürlich mehr Sinn, einen Psycho-Attacker einzusetzen, obwohl das nicht sehr effektiv ist. Ah, sehr schön. Weil einerseits Spezialverteidigung ist stark gesenkt von ihm und mein Spezialangriff ist stark erhöht. Allerdings macht es trotzdem weniger als die Hälfte Schaden. Hat Scheiß Verwirrung. Sehr schön. Geil. Hinter. Aber klar ist, dass irgendwann passieren muss. Aber ist nicht so effektiv. Psychoschock ist. Hör mal. Ich meinte halt, Selbstverletzer hat nicht so viel Schaden gemacht. Sehr schön, Finte. Sehr gut. Jetzt müsste noch Seo oder so in dieser Runde dann kommen und dann ist es besiegt. Ah, Volltreffer, Mann! Boah, der Trainer hat uns natürlich jetzt auch wieder ein bisschen kalt erwischt. Ich nehme das Item und dann gehe ich noch mal kurz zur Pflegerin. Dunkelklaue. Ja, geil. Das ist doch mal eine schöne Attacke für Finn. Generell kriegt man hier die Ends, die für ihn gerade richtig sind. Schon mit Absicht. Stärke 70 vom Typ Geist. Perfekt. Da kommt Nacht. Nachtdings raus. Nein, was? Er kann es nicht erlernen? Was? Gut, er hat keine Klauen, vielleicht deswegen. Ja, toll. So, mal bitte eine Heilung. Danke sehr.
Bevor ich jetzt so viele Items hier verschwende für einen Supertrank oder so, ist mir jetzt dann. Da laufe ich hier nicht zurück, aber waren ja hier einige Pokémon so doll angeschwächt. So, jetzt geht es nochmal höher. Wie weit hoch geht's denn eigentlich hier noch? Okay, das war's hier schon. Mehr gibt's hier auch nicht. Eine Glocke. Das ist die Glocke des Turmes des Himmels. Lässt du sie erklingen? Ja, machen wir mal. Die Glocke erfüllt die Umgebung mit ihrem wohligen Klang. Passiert aber sonst weiter nichts. Da habe ich ja jetzt hier schon. Okay. Kann man hier Fliegen einsetzen? Weil wir sind ja draußen. Was soll ich jetzt hier nochmal zurückrennen? Wo ist Michelle? Da ist sie. Ja, man kann hier Fliegen einsetzen. Gut, dann werden wir nochmal kurz. Na gut, Pokémon brauchen wir jetzt nicht heilen. Weil die sind ja schon geheilt. Das heißt, wir gehen jetzt zur Arena rein. Werden wahrscheinlich noch einen Kinderkampf oder so machen. Und dann ist der Part auch vorbei und dann werden wir uns im nächsten Part um den Arenaleiter kümmern. Da wird natürlich Lux seine ganze Power zeigen müssen. Denn da kommen ja Flug-Pokémon zum Einsatz. So. Und wir schaffen es noch kurz hier rüber. Wunderbar. Gegen die meisten Trainer haben wir hier schon gekämpft. Bedeutet, wir brauchen die nicht nochmal besiegen. Nein, 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 nein. Ey, scheiß Nachricht. Oh, danke, Trainer. Das heißt, ich kann hier schnell noch rein. Scheiß Na Schutznachricht, ey. Die hat ordentlich Zeit gekostet. So, gegen den da unten haben wir auch schon gekämpft. Ich glaube, genau, der da oben, das ist der letzte Trainer, gegen den wir gekämpft haben. So, dann geht's gleich hier rüber. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Hier gibt's ein paar Toren. Acht. Schon verhauen. Schon verhauen. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Ja, hätte man da auch einfach so nach rechts gehen können. Dann wäre man hier, wo wir jetzt sind. Keine Ahnung. So, auf welchem Level sind denn die hier nochmal? Das ist Father Snob zum Beispiel. 37 bestimmt, ja genau. Immer noch viel höher gelevelt als wir. Das war ja schon so, als wir hier waren. Allerdings war Luke da auch auf einem viel geringeren Level. Bedeutet, wir haben dementsprechend jetzt mehr Chancen und wir müssen Luke weiterhin leveln. Weil wir brauchen ihn unbedingt beim Arena-Leiter, weil ich habe da schon so ein bisschen Angst. Wenn ich hier die Level halt ansehe. Extrem Angst. Ruheort, okay. Das zögert einfach nur Zeit hinaus. Letztendlich, er kann sich nicht komplett heilen. Warte, was? Warum jetzt plötzlich so wenig Schaden? Och, Scanner. Vielleicht wegen Verhöhner oder so. Das kann natürlich sein. Luftschnitt. Oh, das wird Schaden machen. Das wird ordentlich Schaden machen. Geht. Ich hätte mit mehr gerechnet. Also ich hatte da, um ehrlich zu sein, jetzt schon ganz schön dolle Angst. Paralysiert. Wunderbar. Das heißt, wir greifen bestimmt als erstes an. Ich hoffe es. Ja, wunderbar. Sehr schön. Das ist schon mal die Bestätigung, dass wir hier mit Luke ordentlich trotzdem was reißen können. So, hier, da ist halt eine Mauer. Bedeutet da, wo ich gegenknallen. Nicht das Problem. Jetzt können wir ruhig nochmal Tank oder einen Supertrank einsetzen. Lieber zwei Tränke. Wenn ich das hier so ansehe. So. Ach komm, einen Trainer schaffen wir hier noch. Ist die Frage, wo müssen wir lang? Hier. Da oben ist der Arena-Leiter. Den wir im nächsten Part herausfordern wollen. Wow, was hat der für eine Reichweite, ey. Alles passt. Der letzte Trainer ist das, glaube ich, auch hier. Ja, doch. Ich müsste keinen ausgelassen haben. Ich habe jetzt auch keinen weiteren gesehen. Zwei Pokémon. Eine Pikulente.
wenn diese Spikulente vom Typ Wasser auch noch ist, dann 4 Special gegen Elektro und dann ist es auch ganz schnell weg. Level 36, wir sind ein Level tiefer. Also das ist dann so riesig noch die letzte Chance hier gut zu trainieren. Vom Arena-Leiter. Aber Level 36 wird er jetzt hier auf jeden Fall noch erreichen. Fehlt die Armor? Das kenne ich doch. Nee, kenne ich nicht. Was ist das Vieh? Komm, Funkensprung. Der. Sehr starke Psycho-Attacke, wie man hier sicherlich wisst. Ah, wunderbar, ein Volltreffer. Sehr schön. Ordentlich Ärger erspart. Level 36. Kommt noch irgendeine gute Attacke vielleicht. Mehr lernen. Nee, leider nicht. Und keine Entwicklung auch. Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier beim Arena-Leiter. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bye bye.